Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute nehme ich euch ein bisschen mit durch meinen Alltag als selbstständige Mama. Und heute Morgen lief es halt so, dass ich die Kinder erstmal in den Kindergarten gebracht habe. Und danach beginnt mein Arbeitsalltag. Und der sieht erstmal so aus, dass ich mir was Gutes tue. Und das bedeutet in meinem Fall, dass ich mit meiner Faszienrolle ein bisschen arbeite und dann nochmal 15 Minuten meditiere, bevor ich mich dann an meinen Schreibtisch setze. Das ist mir unglaublich wichtig, weil wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich auch nicht produktiv und dann kann ich auch nicht gute Arbeit abliefern. Und deswegen ist diese Zeit, nachdem ich die Kinder weggebracht habe, diese halbe Stunde nochmal ganz, ganz doll wichtig für mich. Und dann setze ich mich normalerweise an meinen Schreibtisch oder wie heute vor die Kamera, denn heute war mal wieder Videodrehen angesagt. Das habe ich jetzt gerade für euch erledigt. Und jetzt werde ich mich an meinen Schreibtisch setzen, diese Videos bearbeiten und dann habe ich noch ein ganz, ganz tolles Interview. Aber das seht ihr ja gleich. Als Selbstständige sind To-Do-Listen und Kalender noch viel, viel wichtiger für mich geworden als vorher schon. Aber auch noch viele andere Dinge, nämlich, dass ich ganz doll auf mich achten muss, wie es mir geht. Deswegen ist auch diese Zeit am Anfang des Tages, wenn die Kinder aus dem Haus sind, auch super, super wichtig. Ich muss mir einfach diese Auszeiten für mich nehmen, muss immer schauen, wie es mir geht. Ich muss auch klare Grenzen setzen. Ich muss jetzt viel häufiger Nein sagen, weil ich halt einfach nur eine begrenzte Zeit habe, um meine Arbeit zu schaffen. Nebenbei wäscht man dann doch gerne nochmal eine Wäsche oder saugt auch nochmal durch. Das ist so ein bisschen das Übel, wenn man als Mama von zu Hause aus arbeitet. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, einfach dann auch Grenzen zu setzen und auch eine Grenze zu setzen nach der Arbeit. Also es gibt einen Schlussstrich. Bevor ich die Kinder nachmittags abhole, ist Arbeitsende und es bleibt Arbeitsende. Also wenn die Kinder dann zu Hause sind, dann arbeite ich auch wirklich nicht mehr. Manchmal geht es nicht anders, da muss ich mich abends nochmal ransetzen, aber das sollen die Ausnahmen werden. Es ist ja Sinn der Sache, dass ich dann abends wieder mehr Zeit für mich und für Manu habe und dass ich einfach viel ruhiger in meinem Familienalltag wieder werden kann. Und deswegen ist das super wichtig, darauf zu achten, wie es mir geht, mir Auszeiten zu nehmen und einfach auch Grenzen zu setzen und Nein zu Dingen zu sagen, für die ich die jetzt wirklich einfach keine Zeit habe. So, und zwischen der Arbeit, in meinen Arbeitspausen vom Schreibtisch, mache ich dann halt sowas. Wäsche abnehmen und Wäsche aufhängen. Aber ihr wisst es alle, als Mama, ne, 4-Personen-Haushalt, du hast jeden Tag Wäsche. Und es muss halt erledigt werden. So, ich nehme euch mal kurz mit an meinen Schreibtisch, weil ich bearbeite jetzt die Videos, die ich gerade gedreht habe. Und ich kann euch mal einen kleinen Einblick in das Interview geben, was ich gerade geführt habe. Das habe ich nämlich schon fertig geschnitten. Und da könnt ihr mal reinschauen. Aber dazu dann mehr im Oktober. Genau, dann kann ich euch ja mal so ein bisschen was zeigen, dachte ich. Also ihr kennt ja schon meinen Planer, den ich im Moment habe, weil ich da einfach für jeden Tag eine ganze Seite habe und ich habe ja gerade viel, viel, viel aufzuschreiben. Und dann habe ich in den letzten, wann habe ich das? Letzte Woche habe ich das gemacht. Und zwar das hier. Ich kann euch da nicht so viel zeigen. Auf jeden Fall habe ich dieses Jahr noch ganz viele Projekte vor. An der Zahl sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kommt noch ein 7. dazu. Also 7 Projekte habe ich noch in diesem Jahr vor. Und da habe ich mir kleine Ziele gesetzt, kleine Teilschritte gesetzt, die Aufgaben runtergebrochen und mir Termine festgelegt, bis wann ich was erledigt haben muss. Und um das alles unter einen Hut zu bringen, habe ich das halt auf einen Zettel gebracht. Also die unterschiedlichen Farben stehen für die unterschiedlichen Projekte. Und dann seht ihr, ne, manche, die überschneiden sich dann auch. Da muss ich dann parallel ein bisschen arbeiten, aber richtig, richtig cool. Also da ist eine Facebook-Challenge dabei, da ist ein neuer Podcast dabei, da ist ein Workshop dabei, da sind 2 Adventskalender dabei. Also ich habe noch richtig, richtig viel vor dieses Jahr. Und für mich ist halt unglaublich wichtig, dass ich mir das immer gut plane.
Und deswegen plane ich halt nicht nur jeden Tag, jede Woche, sondern halt auch langfristiger. Und das habe ich halt in dem Fall mit so einem Zeitstrahl gemacht, weil ich hier nicht Platz habe, mir so einen riesengroßen Kalender noch irgendwo hinzubacken. Und so fand ich das ein bisschen individueller. Und das hat für mich bisher so ganz gut gepasst. Und ich denke, das werde ich so weitermachen. Weil wie gesagt, für Dezember, also das ist jetzt bis 1. Dezember. Im Dezember kommt dann noch ein Projekt, das ist dann das letzte für dieses Jahr. Und in dem nächsten Jahr steht auch noch mal super viel Spannendes an. Und ich freue mich einfach. Es macht halt so unglaublich viel Spaß, jetzt mein eigener Chef zu sein, alles umsetzen zu können, was ich halt jetzt schon seit über einem Jahr machen will. Und halt, dadurch, dass wir ja zu Hause waren, nie so richtig die Zeit gefunden haben. Und jetzt kann ich das alles machen. Und es macht so unglaublich viel Spaß. Und ich bin froh, dass ich mich das getraut habe, dass ich meinen alten Job halt wirklich gekündigt habe und jetzt mein eigener Chef bin und aber auch natürlich gucken muss, wie ich mein eigenes Geld jetzt verdiene. Aber es ist cool. Und es macht Spaß. Und Organisation und Planung ist alles. So, bei mir ist jetzt Mittagspause. Ich arbeite meistens so bis um 1. Und dann koche ich was, weil Manu dann quasi immer den nächsten Tag das Essen mitnimmt, was ich koche. Und heute gibt es bei mir Chili con Carne. Und ich mache mir noch einen Schokopudding, weil ich heute einfach Lust drauf hatte. Und weil das Wetter gerade so grau und kalt und regnerisch ist. Genau, und dann mache ich halt erstmal wirklich Mittagspause. Ich esse halt was, ich meditiere gern nochmal, ich schaue mir auch gerne meine Folge Pretty Little Liars an. Und dann ist es auch schon so weit, dass ich dann die Kinder abholen muss. Meine Milch kocht. Dass ich die Kinder abholen muss und halt mein Job als Mama wieder losgeht. So, ich fahre jetzt schnell die Kinder abholen. Und dann sind wir heute Nachmittag bei meiner Mama. Und jetzt heißt es, keine Arbeit mehr, kein Haushalt. Denn das ist der Sinn der Sache, dass ich von zu Hause aus arbeite. Und jetzt werde ich 4 Stunden mit den Kindern verbringen. Oh, es regnet so krass. Naja, ich bin jetzt schnell wieder rein. Ich habe eigentlich gedacht, der Papa ist da. Ist er aber noch nicht. Ja, mal gucken, dass wir jetzt noch irgendwas Ruhiges machen. Die sind immer noch so aufgekratzt. Das ist jetzt immer so nach dem Kindergarten, dass die total abgedreht noch sind und noch voll laut und so. Gucken, dass ich jetzt so ein bisschen runterholen kann. Boah, es regnet so toll. So. Noch nicht alles auseinander. Ich war gerade baden und habe mich abgeschminkt. Und jetzt bringe ich die Svea ins Bett, ne? Heißi, geht's jetzt ins Bett? Ja? Super. Genau. Und wir schauen mal, was wir dann mit Manu noch machen wollen. Jasvea benutzt das Fieberthermometer als Telefon. Weil es piept, ne? Wer ist denn dran? Hallo, hallo? Ja. Hallo. So, drehst du mal, welche Geschichte wir heute lesen? Ja. Und was ist da zu sehen? Eine Rakete. Müssen wir aufblättern. Und dann müssen wir mal hier die Rakete noch suchen. Ich habe sie gefunden. Wo denn? Genau. Besuch vom anderen Stern. So, ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, meine Herbstdeko zu machen. Genau, jedenfalls hier drin. Die draußen, das dauert noch ein Weilchen, weil da muss ich erst, also ich habe Kürbisse im Garten und erstaunlicherweise habe ich dieses Jahr nur grüne und weiße und die werde ich wahrscheinlich ansprühen für draußen. Und ja, das zeige ich euch dann vielleicht mal auf Instagram oder vielleicht passt in den anderen, einen anderen Vlog. Aber jetzt werde ich erstmal noch meine Herbstdeko für drin machen. Habe ich gerade so spontan entschieden, weil Manu ist gerade in die Badewanne gegangen und da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. So ganz unspektakulär habe ich hier eine Vase und habe ich so eine Herbstlichterkette reingemacht. Die habe ich auch noch ein Glas befüllt. Das seht ihr jetzt gar nicht im Dunkeln. Aber so war die Atmosphäre irgendwie schöner. So. Ich zeige es euch nochmal bei Licht jetzt. Genau, hier habe ich einfach ein Glas gefüllt. So sieht das aus. Das war meine Kerze, die ich bei IKEA gekauft habe. Ich weiß gar nicht, ob es die so noch gibt. Die habe ich 2 Jahre gehabt und nie angezündet, weil sie halt so schön war. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ach komm, Kerzen sind zum Brennen da. Hier habe ich eine Schale gemacht mit so kleinen Kürbissen und Tannenzapfen und grünen Kerzen und ein bisschen spooky.
So, wir gucken jetzt noch Harry Potter. Das haben wir letzte Woche Donnerstag auch schon gemacht. Da haben wir Teil 1 geguckt. Und heute gucken wir demnach Teil 2. Und ich verabschiede mich auch für heute. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss.